Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt warten wir noch auf den letzten Bohrer hier drüben. Apropos, die Türen könnten wir dann auch direkt mal sicherer gestalten. Und dann müsste das passen. Dich inzwischen wieder erholt, ha? Fühle mich nicht gut. Na, ich kann das aber nicht einstellen, dass es quasi jeden Tag kriegen. Außerdem wäre es eine ziemliche Verschwendung, wenn wir mal realistisch sind. So, wie viel Platzstall fehlt noch? Sollte er hinkriegen. Es war gut, dass wir die ganzen Roboter ausgebaut haben. Das hat der Framerate extremst gut getan. Ich meine, es ist immer noch nicht perfekt flüssig, aber deutlich besser ist es auf jeden Fall. So. Ja, jetzt läuft's schon deutlich besser. Wie sieht's hier aus? Entwickelt sich sehr gut. Wenn wir mit der Forschung durch sind, wird da wirklich nichts mehr dran zu tun sein. Und hin und wieder könnten wir tatsächlich sogar dann in der Lage sein, nochmal was anderes zu produzieren. Kalkstein. Kam ich jetzt gerade total nicht drauf.
Ach, das sind die Asari, die lila bluten. Okay. Ich war schon irritiert. Ein interessantes Geräusch. Doch, jetzt läuft's schon deutlich flüssiger. Die Steinbrüche waren einfach viel zu langsam. Du bekommst jetzt auch ein Areal. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Hey, langsam sammeln sich sogar ein paar Schutzwesten an. Erstaunlich. Ein Putzroboter sollte uns reichen. Das wird noch brauchen. Thank you.
Für den Anfang. Dann soll er aufstehen und was essen, wenn er hungrig ist. Sehe jetzt nicht, wo das in unserem Verantwortungsbereich liegt. Für sowas wären ja eigentlich die Construction Bots ideal, aber ich habe ernsthaft keinen Bock, die dafür jedes Mal aus dem Keller zu holen. Das dann auch noch alles dauernd zu verwalten, nee, brauche ich nicht. Grüne Schimpanse Interstellar. Ist ein Titel. $2,69 ist nicht mal so teuer. Wir können so viele haben, wie wir wollen. Momentan wäre es erstmal wichtiger, dass wir unsere Finanzen wieder ein bisschen geregelt kriegen. Da kann das Zeug landen, das passt sogar ganz gut. Der wartet wieder auf Material. Ist also praktisch wie immer. Genau so hat das auszusehen. Wie viel fehlt hier noch? Ach, das ist ja so gut wie gar nichts. Ja, ich glaube, das ist eher das Risiko der Trumbos und nicht unseres. Thank you.
Okay, ja, den hätten wir auf jeden Fall für den großen Speisesaal, aber wir haben hier jetzt erstmal ein anderes Bauprojekt. Ist doch schön, mal mit anzusehen, wie alles einfach so ein bisschen läuft. Okay, jetzt warte ich auf Meteorschauer. Angriff von tollwütigen Hühnern. Also per se erwarte ich, dass irgendwas mächtig schief geht. Wir bräuchten jetzt im Endeffekt wieder mehr Transportroboter. Damit alles hier ein bisschen schneller transportiert wird, aber der Framerate zuliebe. Ui. Unsere neue Skulptur ist fertig. War ein schöner Rundum-Volltreffer.
doch, diese Artillerie haut ordentlich rein. Glück gehabt. Das passiert, wenn man der Jagdbeute zu nahe kommt. Und der Kommandeur vergessen hat, den Mörser auszustellen. Ah ja. Wir könnten ja. Ah, okay. So weit sind wir, glaube ich, nie gekommen, dass wir diese Sachen bauen konnten. Aber danach wollte ich gar nicht gucken. So viel Ceramid haben wir gar nicht. Die Frage ist, welche, weil hier steht nur Materialien. Adamantium haben wir genügend. Uran und Computerkomponenten auch.
Oder der darf nur aus Stahl hergestellt werden und das Spiel war ein bisschen undeutlich, was das angeht. Ich habe vergessen, dass ich auch hergestellt aus Adamantium und Uran selbstverständlich. Also, okay, mach das Ding aus Stahl. Das bisschen an verschwendeten Ressourcen ist mir mal relativ egal. Stahl. Und ich bin der Meinung, ich hatte die auch schon aus anderen Materialien gesehen. Aber ist egal. Es mag sein, dass wir da drauf gestoßen sind, aber das ist mir trotzdem relativ egal. Und die Zeit ist mal wieder rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.